Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, die 0.67 ist erschienen, beziehungsweise ist auch schon die B-Version raus. Aber es ist auch noch wieder ein paar Fixes. Es sind allgemein ganz, ganz viele Fixes. Könnt ihr gerne nachlesen beim Forest Forum, auch in der Videobeschreibung hinterlegt, in der Kanalinfo. Multiplayer hat sich auch ein bisschen was geändert wieder. Und die dedizierten Server, so dass die Bäume wieder nachwachsen und so, da haben einige nachgefragt und all so ein Pipapo. Ja, ansonsten, wenn man zum Beispiel in Höhlen jetzt geht, dann despawnen die Tiere draußen, zum Beispiel. Allgemein auch wieder Physik-CPU ist wieder optimiert, sowas ist immer ganz gut. Performance beim Boot-Schaumsystem. Gerade wenn man ganz viele Boote auf der Map hat, dann das wurde wieder besser gemacht. Ja, in den Höhlen, blutige Tische wurden durch neue Modelle ersetzt. Das sind wahrscheinlich die, die wir letztens schon gesehen haben. Dann mit den Fallen. Die können nun Spieler Schaden zufügen. Und auch die ist erhöhte Chance, dass der Gegner sterben, wenn die Falle ausgelöst wird. Dann diese Stats-Page, also die Statistiken, Material, das Aussehen verbessert. Das heißt jetzt auch, statt Fullness und Hydration heißt das jetzt, ja, oder statt, also heißt statt Stomach und Thirst. Was so wie Magen und Durst hieß. Und jetzt heißt es Fullness, also Vollsein. Und Hydration ist ja. Wenn man dehydriert ist zum Beispiel, ist man ja durstig und sowas. Dann gibt es neue Sounds zum Turtle Shell. Den Schlitten, den wir ausprobiert haben. New Airborne Sound Effects, wenn man in der Luft dann also ist, wahrscheinlich Airborne. Oder macht er, ich weiß nicht, was er macht. Yeehaw, oder keine Ahnung. Survival Book, New Tutorial, Page Design. Ich habe es hier noch auf Englisch alles so ein bisschen. Aha, können wir ja mal gucken hier. Tutorial. Was sind das Tutorial hier überhaupt? Das hier alles so? Wurde das überarbeitet? Ich weiß es nicht genau. Und Statistiken. Das ist das hier. Hier Fullness und Hydration. Vorher hieß es dann, wie gesagt, anders. Allgemein soll das hier so ein bisschen überarbeitet sein, der Look. Edit new book tabs to match new look of book. Neue Tabs. Ja, keine Ahnung. Und Best Theory, da war irgendwas mit. Ah, ich glaube auch irgendwas. Ich weiß nicht, was das nochmal war. Können wir hier mal gucken. Das ist alles noch so wie gehabt. Hier und hier unten sieht das so aus. Ja, dann gibt es noch einen neuen Ground Lock Weapon Holder, den können wir nochmal irgendwann bauen gleich. Ich weiß gar nicht, wo der nochmal ist. Ich muss nochmal hier ein bisschen durchgucken. Auf dieser einen Seite? Nee. Wall Weapon Holder, no Substance. Aha. Vielleicht muss er den anderen da anders bauen. Das muss ich gleich mal gucken. Und das ist ja die Happy Birthday Falle. Genau, die macht das zum Beispiel. Also die kann uns auch schaden. Ob ich das testen will, weiß ich nicht. Dann zum Beispiel alle vier Feuertypen können nun zerstört werden, ohne dass man die anzünden muss. Das ist gut, da können wir das Feuer eigentlich auch ausmachen, glaube ich. Wenn ich das richtig verstehe. Dann dieser Pot hat ein neues Modell. New Pot Modell, Held Pot Modell and Textures. Das ist der hier dann? Ich weiß es nicht genau, ob der jetzt anders aussieht. Ein bisschen, ne? Ja, Turtle Shell Modell und Texture Rework. Turtle Shell ist auch das hier. Ah, sieht so aus. Okay. Ob man das so gut sieht, ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir mal raus. Das andere ist das überhaupt ein neues Gebäude? Ich weiß es nicht ganz genau. Der Tennisschläger, der hat jetzt eine Single-Arm-Block-Animation. Wenn wir den nutzen. Und wenn wir blocken, macht er so.
Ich weiß es nicht, wie der Feuer gemacht hat. So nimmt er ja beide Hände. Okay. Explosive Traps, also diese Fallen. Das sind ja diese anderen Fallen. Rabbit. Wenn wir die zum Beispiel bauen, dann. Die können wir auch triggern mit. Wenn wir da drauf schießen, gehen die wahrscheinlich schon los. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch welche haben oder ob. Ich guck mal, ich kann das mal bauen zum Beispiel. Hä, wie sieht der denn aus? Sah der schon immer so aus? Kommt mir irgendwie komisch vor, okay. Naja. Müssen wir eben wegmachen hier. Was fehlt denn noch? Explosive? So haben wir doch. To-Do-List updated. Da können wir dann sozusagen auch drauf schießen. Oder auch mit einem Pfeil. Ne? Wahrscheinlich hat er auch ein Projektil. Okay, das scheint nicht so funktionieren. Ups, das funktioniert doch, wenn man richtig trifft. Das sieht jetzt so aus, hat er so eine Stäbe dran, also so. Die sind aber neu, ne? Das habe ich aber irgendwie nicht gelesen, keine Ahnung. Achso, Baumstämme kannst du da oben lang fahren lassen bei dieser Zipline, das ist ja dieses Ding da. Auch wenn das Ding kaputt ist da, diese Seilrutsche zum Beispiel. Up and Down Rate Arrows are no big. Ach, und Statistikenseite. Habe ich noch was vergessen? Ah, diese Pfeile sind jetzt wohl wieder da. Rate, wenn wir zunehmen oder abnehmen. Das war, der Pfeil hat wohl gefehlt, zum Beispiel. Das sind immer diese Kleinigkeiten, ne? Ach so, und wenn man da Baumstämme transportiert bei diesen Dingen, kann man das auch von weiter weg sehen. Also falls man jetzt ganz langes Gerät da hat, von was ich wo lang, dann sieht man das jetzt auch weiter. Also auf größere Entfernung, sag ich mal. Ach ja, und die Flare Gun, wenn wir da rüberfahren, dann sieht man jetzt, wie viel Munition die hat. 18. Okay, das wusste man vorher auch nicht. Passt da noch was rein? Und jetzt ist es 19, ne? Passt da eigentlich mehr rein? Ja. Okay, machen wir alle hier. Ich weiß nicht, 25 vielleicht ist das. Two arrows collected. Ja, ach so. Habe ich aber. Das ist schon ein paar Sekunden her. Enemy Spectators. Aber was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Es wurde schon längst übersetzt. Ich kam nicht dazu, aber ich dachte, ja, es ist nur ein kleines Update. So kann ich auch selber übersetzen. New Order to Turtle Shell Sled. Ah, das müssen wir auch noch mal gucken. Ja, Happy Birthday. Haben wir die Falle? Haben wir hier gar nicht aufgestellt. Aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt bauen und testen, ne? Könnt ihr selber mal ein bisschen probieren. Den New Pot, den haben wir schon mal geguckt. Ach so, das Feuer. Kann jetzt ausgemacht werden? Oder verstehe ich das richtig? Fire Types. Oh, komme ich hier nicht mehr rüber? Kann ich mir nicht hier. Warum habe ich denn die denn noch ausgerüstet? Hier, guck mal. Diese Gun hier. So, war irgendwie so ein bisschen ein Bug. Dass wir beides hatten. So, was sagt er zum Feuer? Four Fire Types. Was sind denn die Four Fire Types? Das weiß ich nicht. Aber kann man das auch zerstören, zum Beispiel ohne es anzuzünden? Nö, das ist damit nicht gemeint. Can now be destroyed without lighting it first. Vielleicht ist das noch nicht richtig. Das sind aber die vier Dinger. Ich weiß nicht, ob es damit gemeint ist. Ich brauche mal extra eins hier hin. Okay, ist wahrscheinlich nur rückwirkend oder so, ne? Oder nicht rückwirkend.
Also das ist sozusagen noch ein altes davon. Aber das muss ich nochmal testen, auch wenn das jetzt Verschwendung ist. Das geht sozusagen jetzt so, ne? Noch. Aber okay, reicht das, wenn ich das jetzt sozusagen neu baue und dann so mache? Bam, okay. Na, zum Test. Aber jetzt haben wir natürlich kein Feuer mehr hier. Fire Pit war das, ne? Und hier liegen ja auch immer genügend Sachen rum. Es sind auch nur so eine Sachen, Rocks und Sticks. Aber ich sammle die ja immer wieder gerne auf, ne? Ja, wird wohl auch nur eine Folge sein in diesem Update. So, der konnte. Ach, da habe ich jetzt keinen Bock zu sammeln, oder? Ich weiß es nicht. Und was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Groundlock Weaponhole? Wall Weaponhole now swaps zu unserem Groundlock. Wir sind. Kostet ein Baumstamm. Wir sind hungrig. Ich war ja gerade da drin, Mist. Knapp auf jeden Fall was ab. Ich weiß nicht. Ist eigentlich egal. Ich sogar noch irgendwas. Noch ein Fisch oder so. Den kann ich. Ich wollte gerade sagen, den kann ich doch. Was süppeln hier. Und letztes Mal vergessen, dass wir im Schneegebiet gehen mit den Schlitten. Das können wir vielleicht nochmal machen. Da mache ich dann vielleicht einen Cut oder so. Mal gucken. So, es ist leider ein bisschen dunkel, ne? Ich muss jetzt mal gucken. Lock, Weapon hole. Da steht immer noch 18, das ist falsch. Aber es ist eine Kleinigkeit, ne? Weil ich mir das gemerkt habe. Sonst wüsste ich es auch nicht. Weapon Rack, nee. Weapon Holder. Das ist aber Explosive Holder, das ist Weapon Rack. Ich weiß nicht, ob der gemeint ist. Das sind ja die bekannten Sachen. Fireplace. Okay. Irgendwas war auch noch mit den Hole Cutter. Ich weiß es nicht mehr, was das nochmal war. Skull-Light, da kannst du auch einen Hole Cutter hinmachen oder so. Oder damit benutzen zum Beispiel. Und die ganzen bösen Mutanten, also die ganz großen, wenn die getroffen werden durch Fallen, dann gehen die zurück, so weichen die zurück. Die machen aber auch Damage zum Beispiel dann an den Fallen. Das muss Weapon Rack sein, ne? Aber hier ist Ground Lock Weapon Holder. Ich muss mal drauf. Kann ich hier irgendwas sozusagen ändern? Das ist auch der ganz normale. Verstehe ich nicht so ganz genau. Can be placed anywhere by not targeting. Habe ich ja nicht an einer Wand. Relevante Items haben eine spezifische Position auf der Struktur. Ground Lock Weaponhole. Ich weiß jetzt nicht, was es auf Deutsch nochmal alles war. Kann ich schlafen? Nee, ne? Ja, gleich kann ich das. Explosive Holder kann das ja nicht eigentlich nicht sein. Stick Holder, das sind ja Lock Holder. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Der kostet ein Dings, das weiß ich, aber. Bis hier auch mal aussieht, ne? So, dann gehen wir mal schlafen. Ja, müsste eigentlich noch irgendwas. Esse ich mal hier eine Kleinigkeit und. Haben wir hier noch was drin? Nein. Aber da. Müsste ich mal speichern und müsste mich noch ein bisschen schlau machen und dann melde ich mich wieder und ein, zwei Dinge machen wir dann noch in dieser Folge. Bis gleich. So, da bin ich nochmal zurück. Es ist nämlich bei Decorations gemeint, der Weapon Display. Den kannst du ja an der Wand machen. Ganz normal. Den hängt er ja so. Und wie ihr schon seht, den kann man auch. So dachte mir, sieht immer so ein bisschen komisch aus. Aber den kannst du am Boden machen. Statt an der Wand. Das ist dann der Boden. Baumstammhalter oder Baum. Waffenhalter, wie auch immer. Ich muss mal hier irgendwie reinspringen. Vielleicht bauen wir den hier irgendwo wieder hin. Und der kostet einen Baumstamm. Das ist ja auch so. Hier so ein kleiner Baumstamm. Und den muss ich natürlich erstmal holen. Haben wir noch irgendwo einen rumfliegen? Ja, haben wir sogar noch. Das ist der Logstead. Wo habe ich meine anderen Logsteads eigentlich? Oder meinen anderen? Weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir mal das mal. Kann ich damit auch reinspringen? So, und er hebt das sozusagen hier vor. Kann so einfach das da reinmachen. Die Machete, ja. Kann ich hier umzwitschen zum Beispiel. Ach, machen wir mal das zum Beispiel. Oder den hier. Das ist ja auch ganz nett. Die Waffe zum Beispiel. Zum Ausstellen so ein bisschen. Das ist auch ganz gut. Hier so ein Speer oder was war. Der Bogen, zack. Die Axt. Die Kettensäge. Und das Ding. Also diese Axt dann. Diese Axt. Oder die Axt. Bisschen blutig, auch ganz nett. Und hier die Keule, ist auch ganz nett. Oder diese andere Keule da. Noch ein Stick. Die Climbing Axe. Kannst alles dahin machen. Der Speer, der abgegradete Speer. Das Katana. Oder das halt wieder, ne? Okay, das wollte ich euch so mal zeigen. Das ist ganz nett. Ist ja nur ein kleines Update hier. Oh, kann man machen. Ich dachte, das wäre noch ein anderes neues Gebäude. Aber jetzt habe ich es. Jetzt weiß ich es ja. Ja, da gehe ich nochmal irgendwie ins Schneegebiet und dann gucken wir uns das nochmal an. Wollen nochmal richtig Schlitten fahren. Und dann soll es ja auch noch einen neuen Sound geben, oder wie war das? Turtle Shell Sled und New Airborne Sound Effects. Ja, da melde ich mich nochmal wieder. So, böber, kalt, kalt hier. Und hier habe ich sogar noch einige Pilze gefunden, die ich letztens auch nochmal ja zeigen wollte. Also hier komischerweise im Schneegebiet. Wie das schön aussieht hier, ne? Oder? Kann man noch einige Pilze finden. Und noch einige Idioten, die mich hoffentlich nicht töten. Oh, volle Dings haben wir auch nicht. So, hier sieht man zum Beispiel so ein bisschen Amanita Mushroom. Hier haben wir noch Liberty Cap. Hier haben wir Deer Mushroom. Aber ich will ja hier so ein bisschen. Ne? Wo kann man das mal machen, ohne dass die Gegner hier stören? Schön hier auf jeden Fall. Hinten sind die ja leider. Aber okay. Hui.
Hört gar nicht mehr auf. So, und dann lässt er den Ehrmann automatisch los. Ich dachte, wir sterben, weil wir irgendwo gegenballern oder so. Ja. Gut, die Pilze habe ich jetzt ja noch gerne. Die nehme ich auch mit. Das kann ich nicht gebrauchen. Ansonsten war es das mit diesem Update. Kleines nettes Update. Paar nette Sachen, nicht allzu viel. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich werde mich dann wieder nach Hause begeben hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Update wieder, dass es dann in weniger als 2 Wochen gibt, die 0.68 bei The Forest. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und bis dahin.